Hallo und herzlich willkommen hier bei Guido Ludwigs Hypnose und Meditation. Heute wieder zu einer Meditation, heute auf den zweiten Schlüssel der Befreitheit, annehmen, was ist. Vielleicht, dass ich zu Beginn wieder ein paar Worte erzählen darf. Ich lege es auf meine offenen Hände. Nimm an, was du annehmen kannst und den Rest bitte lass vorbeiziehen, ohne zu urteilen. Und danach, dass wir in eine entspannende und beruhigende Meditation hineingehen. Annehmen, was ist. Es ist der höchste Schlüssel der Befreitheit. So wir ihn verwenden, können wir dem, was jetzt ist, ganz leicht begegnen, ganz in Befreitheit. Dieses Annehmen, was ist und wie es ist, setzt uns wie eine Marionette an den Schnüren in die Leichtigkeit, so dass wir über schwere Schicksalsschläge, über Leid, über Negatives hinweggehen. Wir geben den Dingen Gewicht, wir geben den Dingen Aufmerksamkeit und wir geben den Dingen auch die Schwere und die Tragik. An sich hat nichts im Universum eine Bedeutung, nur wir schenken den Dingen Bedeutung. Wir sagen, dass das ein Kamel ist, dies ein Auto, dies eine Wolke, dass dies ein Drama ist und das eine Herausforderung. Doch an sich hat die Wolke keinen Namen, hat das Kamel keinen Namen. Wir verwenden Worte, Bestimmungen, Zahlen, vielleicht auch Codes dafür, um Dinge leichter zu erkennen, um sie in der gemeinsamen Sprache und Schrift wiederzuerkennen. Und so sind die Dinge nicht nur in den grobstofflichen Bereichen mit Namen, auch in den feinstofflichen, in den Dingen, die uns etwas ausmachen. Wenn Seher, Sehen und Gesehenes eins wird, wenn das Drama und der Schauspieler sich erkennen, dass ohne den Schauspieler auch kein Drama da ist, dann dementsprechend kommt es in das Eins, in die Heilung. So wenn wir annehmen, was jetzt ist, ob es Drama ist, ob es Comedy ist oder ob es vielleicht ein Krimi ist. Annehmen, was ist, setzt uns in die Befreitheit. Es ist schwer, in unserem Leben Dinge anzunehmen. Operationen, Schicksalsschläge, Verluste, Schmerzen. All diese Dinge können uns etwas ausmachen, aber sich zu schütteln und wieder weiterzugehen, dies ist Befreitheit. Es gibt diesen schönen Spruch, dass eine Prinzessin hinfällt, sich aufrichtet, sich den Mund abputzt und wieder weitergeht. Das ist Stärke. Das ist der Ausdruck dessen, was auch Leichtigkeit sein darf. Sich nicht von den Dingen am Boden halten lassen, sich nicht von den Dingen unterkriegen lassen, aufstehen, die Schultern wieder hochsetzen und sagen, es ist gut so, es darf so sein und jetzt blicke ich voraus und gehe weiter. Wenn wir Kinder haben, wenn wir ein Umfeld haben, vielleicht auch Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir Freunde und Freundinnen haben, dann ist es so, wenn unser Leid groß ist, wenn wir es immer wieder auspacken, wenn wir diese Tragödie, diese Schicksalsschläge so schwer machen, dann kommen sie immer wieder mit uns in dieses Gewicht. Wir ziehen die Stimmung und andere Menschen mit hinunter. Doch wenn wir sagen, es mag so sein, dann geben wir diesem Moment Aufmerksamkeit und er ist frei, uns zu umarmen, uns glücklich zu machen, uns Frieden zu schenken. Dieses Gewicht, diese Gedanken, diese Energie, die wir verlieren, wenn wir immer darin bleiben, das ist das, was uns ja im Leben die Schwere schenkt, das Leid.
was es uns auch schwer macht, unser Herz zu öffnen, auf andere zuzugehen, liebevoll zu sein, das Glück zu sehen, die Freude, die Schönheit. Doch wenn wir dies ablegen und sagen, es mag so sein, einfach annehmen, was jetzt ist, darüber hinausgehen, glücklich sein, dies ist Freiheit. Dies ist höchstes Glück. Wir alle kennen Beispiele in der Geschichte, in Religionen. Menschen, die so schwer ein Schicksal hatten, die einfach darüber hinausgingen, anderen Menschen geholfen haben, sie in Glück gesetzt haben. Das nennen wir das, was unbedingte Liebe ist, was auch dieses Selbst nach außen kehrt. Selbst und Ego, diese Unterscheidung. Das Ego will meins, mir, mich und ich will verwirklicht sein, einen Titel haben, wer werden. Aber dieses Selbst ist selbstlos, es benötigt nichts. Ist in sich glücklich, ist freudvoll und voller Liebe. Darin sich auszubreiten, darin zu sein den ganzen Tag, das ist Befreitheit. Das ist Liebe, das ist Glück. Wenn wir suchen, was eigentlich unser Ziel ist, wenn wir dahin gehen wollen, was wir Menschen erreichen möchten in diesem Leben, so habe ich für mich herausgefunden, dass es das höchste Glück ist, das ich immer berühren möchte. Immer in der Umarmung von Engeln sein, symbolisch, immer in diesem Glück von, ich habe alles, alles ist perfekt, es ist jetzt gut so, wie es ist. Wenn wir in dieser Genügsamkeit sind, in diesem vollkommenen Sehen dessen, was um uns ist, dann können wir den ganzen Tag lächeln, können wir friedvoll und glücklich sein, können auch damit so viele andere Menschen mitnehmen auf diese Reise in den Himmel, in das Freudvolle und in die Vollkommenheit. Darum lasst uns lächeln. Lasst uns glücklich sein. Lasst uns dieses Glück des Momentes ausbreiten, fühlen, spüren. Wir haben Luft so viel, wie wir brauchen. Wir haben den Raum, uns auszubreiten, zu singen, zu tanzen, so wie wir möchten. Licht gibt uns Sicherheit und lässt uns Farben und all die Dinge erkennen. Wärme umhüllt uns mit Geborgenheit. All dies ist so wunderschön und wir dürfen es immer wieder ausbreiten, um in dieses höchste Glück, in diese Freude zu kommen, die immer da ist, aber wir können sie nicht immer fühlen, spüren und erfahren. Darum lächle, sei dieser Moment. Nimm an, was jetzt ist, so wie es ist und was es ist, und dann kannst du wieder die Liebe, die Freude, das Glück und den Frieden erkennen. Sie waren immer da, waren vielleicht nur im Schatten deines Sehens, doch nun dürfen sie im Licht sein, dürfen dich erfüllen und dich glücklich machen. Ich danke dir, dass du den Worten gefolgt bist, die die Intuition mir geschenkt hat, wie immer auf die offenen Hände gelegt. Nimm an, was du annehmen kannst und den Rest lass ziehen, ohne zu urteilen. Dann lass uns hineingehen in eine entspannende Meditation. Ich sitze aufrecht, damit die Energie besser fließen kann. Es ist so, dass ich meine Hände immer offen niederlege, damit auch hier schon Entspanntheit liegt. Ich werde jetzt die Klangschale anschlagen, und mit dem Ton, der verklingt, lass uns immer tiefer und tiefer gehen in diesen Moment. Einfach so in Entspanntheit, wie es dir jetzt möglich ist. Vielleicht magst du auch dabei deine Augen schließen.
Spüre, wie der formlose Luftsturm des Atems an deiner Nasenspitze kommt und geht. So kannst du auch spüren und fühlen, wie frische Atemluft in deine Lungen kommt, wie mit dem Ausatmen nicht nur die Atemluft gehen darf, sondern hier auch jetzt mal alle Gedanken, alle Sorgen und Bedingungen. Man sagt, dort, wo der Atem wohnt, ist auch die Heimat deiner Gedanken. Wird dein Atem ruhig, werden auch deine Gedanken ruhiger, ausgeglichener und friedlich. So sei dieser Moment. Sei dieses Einatmen, dieses Ausatmen. Und so wie sich die verbrauchte Atemluft vielleicht auf dem Boden absetzt, beruhigt ausläuft, so komm auch du in diese Beruhigung, in diese innere Stille. Diese Stille ist wie der Nebel, der langsam vergeht. In uns darf es klarer und klarer werden. So können wir unsere Bedürfnisse und Wünsche erkennen. So sind Ziele und Absichten in uns. Diese sind nun befreit, beruhigt. Hier und jetzt ist nur Einatmen, nur Ausatmen, ohne Ziel, ohne Absicht und ohne Bedingung. Sollten Geräusche und Gedanken da sein, so lass sie einfach vorbeiziehen. Nimm sie vielleicht als Beispiel, dass du noch tiefer und noch tiefer entspannen kannst. Einfach annehmen, was jetzt ist, und beruhigt sein. So kann sich diese Blüte öffnen. Wenn der Wind ganz ruhig wird, wenn die Wärme des Augenblicks auf die Blüte der Achtsamkeit kommt, dann öffnet sie sich in den wunderschönsten Farben. Sie schenkt uns so eine Schönheit, so eine Befreitheit. So lass jetzt in dir die schönste Farbe deines Seins aufkommen. Eine Farbe, die dich glücklich macht. Diese Blume schenkt dir den schönsten Duft, den dein Sein kennt. Genieße es. So ist die Blume in ihrer Erscheinung so, dass sie deinem Sein entspricht, dass sie durch Form und Proportion genau das ist, was dir als schönstes, als höchstes Sein bewusst werden darf. So ist Farbe, Form und Duft wunderschön. Vielleicht kannst du auch den Klang dieser Blume hören. Wie es vielleicht ein Ton ist, der dir so angenehm ist.
So ist es gut. Und spüre und fühle, wie ist die Oberfläche dieser Blume? Ist sie samtig weich? Ist sie flauschig wie eine Wolke? Lass sie so beschaffen sein, wie es deinem Sein höchstes Glück schenken darf. Wie mag diese Blume schmecken? Süß, sauer, scharf oder salzig? Mag es so sein, wie es dir angenehm ist? So ist diese Blume vollkommen. Sie ist das, was deinem Sein Glück, Freude, Harmonie und ein Ankommen in diesem Moment schenkt. Mit all unseren Sinnen nehmen wir diese Blume wahr. So sind wir ganz in diesem Moment. Können uns ausbreiten, können glücklich sein. So steht diese Blume vielleicht in einer wunderschönen Vase, steht auf einem Tisch oder Altar. Sieh, wie wunderschön es wirkt. Wie sie dir Freude schenkt in diesem Moment. So lass diese Freude in dein Herz hineinfließen. Spüre, wie Ketten fallen dürfen, wie Begrenzungen sich auflösen. Du hast etwas Magisches erschaffen. Bist die Meisterin oder der Meister deines Seins und hast es nun wunderbar erfahren. So liegt das hier und jetzt, ganz in deinem Schmecken, Riechen, Sehen, Hören und Fühlen. All die Gedanken, die darüber hinausgehen, sie sind nicht Wirklichkeit. Wirklichkeit ist nur dieser eine Moment im Hier und Jetzt. Und er darf so sein, wie er ist. Spüre und fühle, wie die Blume dich glücklich macht, wie sie dir ein angenehmes Gefühl schenkt. Diese Blume ist in deiner Vollkommenheit, ist aus deiner Liebe geboren, ist aus deinem Glück. Dieses Glück breitet sich mehr und mehr in deinem Herzen und in deinem ganzen Sein aus. Spüre und fühle diese Blume, wie vollkommen sie ist, wie sie so wunderbar leuchtet. Sie höchste Freude, höchstes Glück zum Ausdruck bringt. Da ist keine Distanz, da ist keine Barriere dazwischen. Diese Blume bist du. So spüre und fühle, wie du leuchtest.
wie du so wunderschön in Farbe und Proportionen bist. Dieser Moment ist ein Geschenk. Er darf dich umarmen, darf dich tragen und wertschätzen. Du bist wertvoll. Du bist einzigartig und du bist willkommen in diesem Universum. Alles ist in Liebe mit dir. Spüre und fühle es. Vielleicht leuchtet dein Herz. Vielleicht schwingt dein Sein nun viel leichter, viel glücklicher und viel freudvoller. All dies liegt in deinen Möglichkeiten, ist in deinem Sein immer da. Nur jetzt hat es einen Ausdruck gefunden. Hast du ein innerliches Bild, das dies zum Ausdruck bringt? So kannst du auch im Alltag immer diese Freude, dieses Glück und diese Vollkommenheit sein. Eine Blume fragt nicht, wie lange sie lebt, wie die Aussichten sind und ob es schwer war. Eine Blume leuchtet, blüht und schenkt dieser Welt alles mit völliger Hingabe. Dies ist Erfüllung. Darin lass uns ausbreiten. So ist der Raum grenzenlos, ist Erfüllung in allem. Spüre und fühle deine Befreitheit, wie sie hier und jetzt möglich ist. So nimm nun diese Befreitheit, dieses Glück und diese Liebe mit in den Alltag. Sei diese Blume, blühe. Sei diese Freude und lächle. Sei diese Liebe und schwinge in dieser unbedingten Liebe der Befreitheit. Hier und jetzt darf so sein, wie es ist. Annehmen, was jetzt ist. So werde ich dir anbieten, von 3 bis 1 zu zählen. Lass uns mit jeder Zahl wieder mehr zurückkommen. Mehr in dieses Hier und Jetzt. Und es uns so annehmen, wie es ist. Mit Leichtigkeit und mit Befreitheit. 3, 2 und 1. Ich öffne langsam meine Augen, erde mich ganz tief, grinse über meine beiden Backen, das setzt Endorphine frei und macht noch glücklicher. Ich danke dir, dass du dabei warst. Mögen wir noch einen Segen schicken in alle 6 Richtungen des Universums. Möge es zum Wohle aller Wesen sein. Danke. Wenn du die Arbeit unterstützen willst, gib gerne einen Kommentar, ein Like. Abonnier den Kanal, wenn du erfahren möchtest, wann es die nächste Meditation gibt. Danke für all die Liebe. Danke für dein Sein. Liebe in allem.
dein Guido.